Es wurde mal wieder Zeit, dass bei Lego City ein super Baustellenfahrzeug kommt. Wir haben es gekriegt, einen schönen Raupenbagger. Wir gucken uns das Gefährt mal an. 60 420, völlig unaufgeregt. Wir haben nämlich ganz viele Dinge mit bei. Bisschen Geröll, bisschen Absperrung, bisschen Minifiguren, bisschen teure Preise. Aber das klären wir jetzt im Review. Ein schöner Lego City Raupenbagger, das hatten wir schon lange nicht mehr. Und dann auch so einen großen, opulenten, schönen, mit ein bisschen Beiwerk, auch ein bisschen Geröll. Gar keine verkehrte Sache, auf der Packung haben wir eine Baustelle. Und da ist ein Architekt oder so ein Kollege mit einer schönen Fliese, Spoiler, die ist bedruckt. Und wir haben ganz schöne Dinge, zum Beispiel auch auf der Rückseite sehen wir wieder Baggerarbeiter. Wir haben unterschiedliche Funktionen, die zeige ich euch alle gleich. Natürlich nicht motorisiert, wir sind bei Lego City. Das Einzige, was da einen Motor hat, sind Züge. Und das ist eine nette Geschichte. Der schöne Kollege, da sind Teile drin. Nicht wundern, deswegen rüttelt er so. Der Kollege hat auch ein paar Sticker, weniger als man vermuten möchte. 2, 4, 6 Sticker insgesamt. Und ich finde es ja cool. Die haben von Lego, die haben ja keine Caterpillar-Lizenz. Aber da haben sie so kleinen Elefanten und da steht eben BOT oder 80T drauf, was eben so wie Cat oder Bot sein könnte, ein Elefant statt einer Katze. Das finde ich echt nett. Wenig Sticker, geht auch ohne Sticker, völlig gut, finde ich super, super, super nett. Auf der Anleitung, die ein bisschen dick ist, haben wir keinerlei Schwierigkeiten, das zu bauen. Das ist ein buntes Set innen drin, das ist ein 8-Plus-Set, aber man kommt auch als 7-Jähriger oder 6-Jähriger mit dieser Anleitung super zurecht. Und wenn das Ding innen drin nur grau wäre, wie ein Kobi-Panzer, käme man auch zurecht. 8-Plus-Set habe ich schon gesagt, 633 Teile, summa summarum. Und ja, 54,99 Euro. Ich lasse die Katze aus dem Sack. 55 Euro! Komme ich gleich dazu. Zum Preis sage ich noch was, keine Panik. Designed hat dieses Set, ich muss gucken, Janko Grujic, der hat unter anderem auch ein paar Batman-DC-Sets gemacht, vor allem die Autos, vor allem die letzten Autos, die coolen. Er hat auch das Bad Space Shuttle gemacht, dieser verrückte Typ. Er hat 2 Speed Champions gemacht, ein paar Hidden Side Sets und das coole Indie-Set mit dem Flugzeug und mit dem Auto. Ja, das hat der coole Kollege gemacht und dieses Lego City Set. Messen wir doch mal aus, wie groß das Ding ist. Wie groß das ganze Beiwerk ist, müssen wir nicht ausmessen. Und je nachdem, wie der Arm da steht, je nachdem, so groß ist er. Ich mache das einfach mal in dieser Position. Da gucken wir einfach mal nach der Länge. Hier haben wir von der Schaufel bis zum Popo so 33 cm. Eine Höhegrad bis zu dem Arm so von 15, 16 cm. Und eine Breite, das ist natürlich unabdingbar. Die ist immer gleich groß. Die ist so, ja, 11 cm, könnte man sagen. Ist mal ein nettes Ding, ist okay. Rausgekommen im Juni 2024, soll noch ein bisschen laufen, ist ein super Lego City Baustellenfahrzeug. Und ja, ich weiß, 55 Euro sind teuer, ihr kriegt die aber im Markt locker für 40 Euro, wo zum Beispiel bei Joppe Spielwaren, Amazon, Link unten ist in der Videobeschreibung. Ihr kriegt selbstverständlich auch bei Lego oder im Lego Online Shop, wenn ihr es für einen vollen Preis holen wollt. Gucken wir uns die ganze Geschichte mal an, aber zuerst mal die Minifiguren. 3 Stück an der Zahl. Wir haben einen Dude, eine Dudette und ein Architekt. Hat sich gereimt, ne? Unterschiedliche Beine, die von dem coolen Bauarbeiter ist bedruckt tatsächlich, die Weste ist cool, das Gesicht ist nice und hat einen Dual-Molded-Helm, wo eben die Kopfhörer drauf sind. Die Dame hat keine bedruckten Beine, dafür einen coolen Torso mit einer Warnweste, ein cooles Gesicht und auch einen Dual-Molded-Helm, an dem die Haare mit dran sind. Der Architekt hat ein cooles, ich meine die Hose ist doof, er hat ein schwarzes Oberteil, wo ein Hemd eben rausguckt und das Allergenialste ist einfach, ich mach's mal da drauf, dass ihr es besser seht. Die Fliese von einem Eisstand. Dazu komme ich gleich, dazu verliere ich gleich noch 1, 2 Worte. 3 Minifiguren ist okay. Hätte auch schlimmer ausfallen können, wenn wir auch nur 2 Minifiguren haben können. Dann wäre es noch ein bisschen schlimmer gewesen vom Preis her. Ich bin froh, dass wir aber so einen coolen Architekt mit bei haben, der da so eine coole Fliese mit drin hat. Und 2 Bauarbeiter. Einer, der eben einweist und einer, der eben den Bagger fährt. Wir haben noch 2 Straßenabsperrungen, die man nicht, ja, noch 2 unterschiedliche Frisuren für die Kollegen und ein bisschen Bauschutt. Zu dem komme ich gleich noch. Gucken wir uns mal die Funktion von einem Bagger an. Der Bagger hat an sich mehrere Funktionen. Was kann ein Bagger im echten Leben? Er kann fahren. Geradeaus, links, rechts. Kann der auch. Das läuft super leichtgängig. Jetzt ohne Witz. Der läuft super leichtgängig. Das ermöglichen da Räder, die da drunter sind. Ihr seht es hier, da sind Räder drunter, die sich super leichtgängig drehen. Natürlich, da ist die Kette um die Räder gespannt. Aber die laufen echt super. Bin echt happy. Was kann er noch? Ein Kran kann sich drehen. Ein Kran kann eine Drehung vollführen. 360 Grad, ringsherum komplett, gar kein Thema. Und das ist jetzt, Achtung, jetzt wird es krude.
Das ist gelöst mit einem aus Lego-Systemsteinen gebauten Drehkranz. Ja? Das ist kein Lego-Technik-Drehkranz, so ein kleiner, sondern das haben die mit Fliesen und mit Rädern und so gebaut. Super gut. Ist nicht einfach nur eine Achse, die irgendwo über Fliesen schleift. Nein, das ist richtig gut gebaut. Des Weiteren, was kann ein Kran noch? Ein Kran kann den Arm bewegen. Ist ein Spielset. Hui! Das Mittelteil hier lässt sich nicht bewegen. Hier ist auch kein Aktuator. Das ist auch kein echter Aktuator. Das ist nur so ein kleines Teil, wo eben diese Arme drin sind, dass man es hoch und runter machen kann. Und vorne können wir noch den kleinen Arm bewegen. Hui! Und unabhängig davon die Schaufel. Das ist toll. Da kann man alles mitmachen, was man möchte. Man kann auch den Schutz so aufsammeln, man kann so spielen. Das ist für ein Kind super klasse. Keine Frage, das ist ein super Set. Dann können wir natürlich noch hier oben die Kabine aufmachen. Kabine auch nett gebaut. Und hier drin haben wir ein Bedienfeld aus zwei Joysticks natürlich. Und diese, Überraschung, diese zwei Joysticks noch ein kleines Panel in der Mitte. Und das Panel ist sogar bedruckt. Ich habe keine Sticker angebracht. Ihr habt gerade schon gesehen, eine weitere Funktion hat es. Was muss man bei einem echten Bagger auch manchmal machen? Man muss den Motor angucken. Ja? Da kann man die Klappe hier hinten aufmachen und da drin befindet sich ein cooler Motor. Den kann man auch rausmachen oder auch demontieren. Ich habe ihn gerade demontiert. Innen drin seht ihr, ist so eine Halterung, eine Noppe, wo festgemacht ist. Und da kann man den coolen Motor, warum auch immer man den ausbauen möchte, kann man den coolen Motor wieder einbauen. Und ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen. Von unten ist das Ding einfach alles andere als normaler Bagger. Da, wir haben Rot, wir haben Gelb. Gelb haben wir sowieso. Wir haben Braun, wir haben Pink irgendwo drin, wir haben Gelb, wir haben Blau mit drin. Ganze Farbpalette. Und ich weiß, ich soll es nicht sagen, ich mache es trotzdem, als ich das Set gebaut habe, dachte ich mir, warum hat ein Bagger einen Motor? Die Lego hat doch immer Elektrobagger. Es kommen doch auch jetzt die Elektrofahrzeuge auf den Baustellen. Lego macht doch jetzt im Sommer auch diesen coolen Truck mit dem Elektrobagger. Oh! Lego kann auch noch richtige Motoren, richtige Bagger. Das ist natürlich kein Elektrobagger, das soll ein richtig motorisierter Bagger sein, der ordentlich mit Diesel da ordentlich reinplölt hier. So, haben wir das, Ein paar nerdige Facts. Der Bau war echt gut. Vor allem der Drehkranz hat mir Freude gemacht. Der ganze Bau hier, das ist echt fetzig, da ist echt Gewicht drin, das ist sehr solide gemacht. Er ist zum Spielen echt toll, die drei Minifiguren sind toll und wenig Sticker. Das ist alles baulich gelöst, vor allem bei dem Arm. Hier vorne hat man Fliesen draufgeknallt. Und Achtung, auf der anderen Seite hat man hier einen Baurichtungsumkehr, da andere Fliesen, beziehungsweise Negativnoppen drin, ja, dass man es komplett gefliest hat. Warum sie es beim oberen Arm nicht geschafft haben, hier noch ein paar Negativfliesen einzubauen, weiß ich nicht. Ich habe keine vergessen, waren keine übrig. Aber an sich ist es ziemlich nett. Nettes Gimmick ist die Fliese. Ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt, da drauf ist eine Eisdiele zu sehen. Und ich denke, Lego referenziert da ein Lego City Set. Ja? Und zwar die 60363. Das ist die Eisdiele von 2023, die übrigens dieses Jahr 2024 end of life geht. Die bauen die Eisdiele, die es bald nicht mehr gibt. So schaut es zumindest für mich aus. Und die sieht genauso aus wie die Lego Eisdiele 60363. Ist Lego ein bisschen im Bauverzug? Wer weiß. Ich finde es nett, dass Geröll zum Bagger mit bei ist, ein bisschen Zeug mit bei ist. Drei Minifiguren habe ich schon gesagt. Die Gelenke sind top, das ganze Ding ist top, die Leichtgängigkeit der Ketten ist top. Da hatten wir schon Sets, die waren wesentlich schlimmer. Und macht ihr mal runter, seht ihr schon was. Aber ich finde den Preis unverschämt. 55 Euro. Ich meine, für 40 Euro ist er immer noch unverschämt. Aber sowas hätte einfach UVP 35 kosten können, dann nimmst du ihn für 26 Euro mit und bist happy. Ich weiß nicht, was das so viel Geld kostet. 55 Tacken UVP. Die haben nicht mehr alle Kieselsteine im Steinbruch. Ich verstehe es nicht. Und wenn ihr euch überlegt, ich hab's mir durchgerechnet. Einfach so. Das kostet mehr als das Speed Champion Set mit dem AMG SL und mit dem anderen. Mit dem AMG SL und mit dem AMG G63. Das kostet 5 Euro mehr. Und vor gar nicht allzu langer Zeit, in einer gar nicht allzu weit entfernten Galaxie, gab es von Lego Technik den da. Bisschen kleiner, aber ein bisschen mehr Funktion. Gleiche Schaufel, mehr Funktion. Gleiche Anzahl, ein paar Ketten mehr, ja? Gleiche Funktion. Ist halt Lego Technik, ist keine Minifigur dabei. Ist auch ein bisschen leichter. 40 Euro UVP, 55 UVP. Ich weiß, es ist Lego Technik, da stehen nicht so viele Kits drauf und es ist kein wow, super cool City Baustelle. Es hat mehr Funktion, es ist cooler, klar, vorne die Milchglasscheibe ist nicht so doll und ist nicht für City-Figuren geeignet. Aber das war der definitiv bessere Bagger. Mittlerweile End of Life gibt es nicht mehr, ist sau teuer mittlerweile. Hey, wer hätte es gedacht?
Trotzdem wird dieser City-Bagger geliebt von Kindern, bin ich mir sicher. Seit langer Zeit gab es keinen City-Bagger mehr. Das Ding wird auch irgendwann mal im Preis vielleicht steigen, aber 55 ist schon verflucht teuer. Wenn er den für 25 kriegt, nehmt ihn mit, Safe Deal, für 30 Euro, Safe Deal, gutes Set, aber nicht für 55. Und es ist leider, mir tut es ein bisschen weh, in letzter Zeit häufig so, dass ich sage, gutes Set, aber teurer Preis. Ich möchte mich auch nicht davon lösen und sagen, der Preis ist nur zweitrangig, es geht um das Produkt, möchte ich nicht. Der Preis ist Teil des Produkts und deswegen bewerte ich das auch so. Tolles Produkt, mistiger Preis. Was sagt ihr zu dem Set? Sagt ihr, hey, das ist voll gut, das macht voll Spaß und so, da können Kinder Freude haben und für 55 Euro kaufe ich gleich zwei, hey. Oder sagt ihr, na, irgendwie hast du recht, Kevin, irgendwie, meh, passt da was nicht. Ab damit in die Kommentare mit eurer Meinung, interessiert mich. Wenn ihr dabei seid, auch schon was in die Kommentare zu dröseln oder wenn ihr es auch nicht tut, gebt dem Video trotzdem gerne Daumen nach oben oder lasst ein kostenloses Kanalabonnement da. Und natürlich Kanalabonnement, da sage ich was, es gibt ja auch eine Profi.Kanal-Mitgliedschaft, findet ihr auch auf YouTube. Könnt ihr gerne mal reingucken. Und ich denke, das war es jetzt gewesen. Und ich bagger jetzt mal das Geröll hier weg und stelle den Bagger mal dahin, wo er hingehört. Und zwar auf meine Baustelle in meiner Lego City Stadt. In diesem Sinn, macht's gut, bis dann. Tschüss.